willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Mein erster oberflächlicher Eindruck ist, die Qualität der mitgelieferten Plugins bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau, wie wir das auch von den Plugins von Cubase oder Logic oder anderen DAWs kennen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob das mit dem Editing auch so ähnlich ist, wie wir das eigentlich von vielen Programmen kennen. So, dann schließen wir mal hier die Mix-Ansicht und machen Solo aus. Und hier oben sind die Editing-Werkzeuge und die kann ich auch, wie ich das bei Cubase kann, zum Beispiel einfach über eine Zahlenkombination aufrufen. Das geht bei Logic auch genauso. Ich wähle jetzt mal mit 3 das Schnittwerkzeug aus und schneide mal hier vorne ein bisschen die Luft ab, selektiere alle Spuren und mache hier vorne mal einen Cut. So, und kann jetzt hier das Zeug weglöschen. Ups, das funktioniert noch nicht so richtig beim ersten Mal. Aber das ist ja auch eine Beta-Version. So, jetzt kann ich das Ganze nach vorne schieben. Kennen wir auch von anderen Programmen. Ich habe es jetzt schon zum 100. Mal gesagt. Cubase-User werden sich sofort hier zu Hause fühlen. Auch wenn die MIDI-Funktionen noch nicht so richtig ausgereift sind in der aktuellen oder wahrscheinlich ersten Version von Studio One, habe ich doch eine Sache gefunden, die ich richtig gut finde, nämlich man kann mit einem Tastendruck VST-Instrumentenspuren in Audio umwandeln. Das mache ich jetzt mal. Dazu werde ich jetzt erstmal die beiden Gitarrenspuren muten und aus dem Browser rechts meinen Lieblingssynthesizer, den Imposca, hier einfach rüber in die Spurliste ziehen und voilà, am Start. Dann brauche ich noch ein Bass-Preset. Mal eins suchen. Na, der ist gut. Und dann nehme ich gleich mal auf. So, das reicht. Schließen wir den mal. So, und jetzt muss ich eigentlich nur diesen Part hier selektieren und B drücken. Und schon habe ich hier unten eine Audiospur. Und jetzt möchte ich natürlich nochmal ausprobieren. Ich mache jetzt mal hier die Stummschaltung aus von dem MIDI-Instrument und hören wir uns das mal zusammen an, ob das auch wirklich 100% übereinander liegt. Das hört sich für mich gut an. Je länger man mit Studio One arbeitet, desto mehr fallen einem kleine, wirklich hilfreiche Workflow-Verbesserungen auf. Eine Sache ist zum Beispiel, dass es einfach praktisch ist, wenn man im Mixer die Volume-Fader mit dem Mausrad steuern kann. Aber jetzt wollen wir noch zu einem Highlight kommen, den ich besonders gelungen finde, das kleine eingebaute Wavelab in Studio One, der Mastering Suite. So, in die Mastering-Geschichte kommt man ganz einfach, indem man hier oben auf Project drückt. Dann kann man hier einen neuen Projektnamen vergeben. Na. Gibt einen Speicherort ein und eine Sample-Frequenz. So, und jetzt kann ich hier oben über Datei importieren meinen Song einladen und los. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, denn jetzt wird das Audio des Songs erstmal gebounced. So, und das dauert jetzt natürlich einen Augenblick, aber was mir aufgefallen ist, die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Studio One ist wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass es so etwa 10-20% schneller bounced als zum Beispiel Logic bei einem vergleichbaren Song. Was ganz besonders wichtig ist, ist, wenn ich an einem richtigen CD-Projekt mit mehreren Tracks arbeite
und an einem Song noch Veränderungen vornehme, dann macht Studio One ein automatisches Update und macht einen neuen Bounce. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man an einem umfangreichen Projekt arbeitet und in letzter Minute dann doch noch ein paar Änderungen machen möchte. So, und jetzt sehen wir hier unten unseren Song, den wir importiert haben. Rechts einen großzügigen Frequency Analyzer und Pegelanzeiger mit Korrelationsmesser. Und hier rechts in der Liste kann ich weitere Tracks von meiner CD einladen und die dann tatsächlich auch gemeinsam mit den Plugins, die ich hier in die Master-Sektion hineingezogen habe, bearbeiten. So, das funktioniert alles genauso, wie wir das auch von Studio One kennen. Hier die Presets durchgehen. Extreme Gain zum Beispiel. Und wenn ich dann mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich eine CD brennen, ein Image erstellen oder das Ganze digital ausgeben. Und hier gibt es meiner Meinung nach eine Menge wirklich guter Auswahlmöglichkeiten, denn außer MP3 gibt es hier natürlich Wave IFF, aber auch das Lossless Format FLAC und Org Vorbis zur Auswahl. In Studio One kann man auch die Pegel nach dem K-Metering-Standard anzeigen lassen. Das wurde entwickelt vom Mastering-Guru Pop Cuts, der immerhin 3 Grammy Award-winning Alben gemastert hat. Das Ganze ist so eine Art Versuch, Pegel im Studio zu kalibrieren und zu standardisieren. So, und jetzt bin ich leider schon am Ende meiner kleinen Probefahrt mit Studio One. Ich muss sagen, ein großer Vorteil vielleicht für viele, für mich eine kleine Enttäuschung ist, dass Studio One im Prinzip oberflächlich gesehen Cubase, Logic und anderen DAWs sehr ähnlich ist. Unter der Haube zahlt sich meiner Meinung nach die 64-Bit Audio Engine komplett aus, denn das Programm klingt meiner Meinung nach toll. Was noch ein bisschen unfertig wirkt, ist die MIDI-Implementation. Da gilt es noch ein bisschen nachzubessern, aber ansonsten ist es vielleicht für den einen oder anderen mal eine Alternative und einen Blick wert. Und eine kleine Probefahrt mit Studio One sollte jeder mal machen. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf diesem Sender. Tschüss.